du da getan? Du hast doch gesagt, du willst einen Klon. Das war doch nur so ein Spruch. Und das hier auch. Ich bin ein verfluchtes Genie. Oh, Max, das ist total falsch. Nein, das ist perfekt. Du hast jemand, der dir bei deinem öden Leben hilft und ich beeindrucke die Schurkenuniversität. Ein Klon? Die Konkurrenz kann sich sehen lassen. Jamie Kleckner hat seine Oma in einen Zombie verwandelt und selbst er steht auf der Warteliste. Naja, sie sieht wirklich exakt aus wie ich. Spricht sie auch? Ich spreche gerne über diese süßen Schuhe mit dir. Ich weiß, sie sind vielleicht ein bisschen teuer, aber wow! Das ist doch echt total krank. Ich weigere mich noch, so ein schräges Experiment von dir zu unterstützen. Ich weiß, ich habe Termine um 2, 3, 4 und 5. Lass mich in Ruhe, Kalender! Wenn es doch nur einfach zwei von dir geben würde. Oh, Phoebe, da bist du ja. Aha, und jetzt hier? Und jetzt bin ich verschwunden. Das Spiel ist schräg. Sogar für mich. Sind diese Red Velvet Cupcakes gut? Kein Plan. Versuchen wir es. Oh ja, die sind übelst lecker. Wollen Sie wohl? Und meine Finger sind lecker. Und dein Gesicht. Phoebe! Oh, das ist mein Name. Phoebe! Okay, ich locke Klon Phoebe unter den Tisch und du schnappst sie dir. Klebeband und Seil. Sollte es mich beunruhigen, dass du das Zeug parat hast? Sei lieber dankbar dafür. Oh, gut. Max, du bist hier. Deine Schwester dreht durch. Ach ja, und was ist eigentlich ein Narwhal? Tut mir leid wegen Phoebe. Das liegt nur am Zucker. Den verträgt sie nicht. Ich sag's dir. Hey, Phoebe, hier ein Cupcake. Willst du ihn? Oh, wie dir. Hui! Oh, hi, Phoebe. Das ist immer so. Sie nennt ihre Cupcakes Phoebe. Okay, sie hat einen Zuckerschock. Dann zittert sie halt. Es wäre wohl besser, wenn wir ihr helfen. Oder du hilfst diesen niedlichen kleinen Narwhal, der da draußen im Baum festsitzt. Genau gegen sowas kämpfen wir alle so hart. Wunderbar. Jetzt, wo das erledigt ist, bringe ich das Paket in mein Versteck und du gehst zur Talentshow. Talentshow? Hui! Oh nein, falsche Phoebe! Sie hat mich besiegt, Max! Und mir ein Cupcake in den Mund geschoben! Notiz, Klon Phoebe ist abartig stark. Doch teilt ihre Backwaren. Ich will Geräusche machen! Denkst du auch, was ich denke? Ja, verschwinden wir hier, bevor jemand merkt, dass das unsere Kinder sind. Nein, Hank, da stimmt was nicht mit Phoebe. Wir müssen ihr helfen. Nein, nein, alles cool. Der Ausraster ist vorbei. Doch die Fortsetzung folgt schon. Okay, das ist nicht gut. Ja, eine gewisse Mitschuld trage ich auch. Mitschuld? Du hast sie erschaffen. Du bist sie. Oh. Hank, siehst du das? Zwei Phoebes? Ich würde ja sagen, Max klont wieder, aber ich sehe nur einen Hintern. Okay, irgendetwas müssen wir tun, bevor Mom und Dad was merken. Zu spät. Seid ihr verrückt geworden? So könnten wir alle auffliegen. Also zu meiner Verteidigung. Seht euch doch an, womit ich arbeiten musste. Zuerst kümmern wir uns um... Schaut, ich kann mich auch verbiegen. Phoebe, 2 Punkt doof. Dann werdet ihr Billy und Noras Tanz retten. Und wie schaffen wir das? Wir werden unsere Superkräfte einsetzen, aber nur ausnahmsweise und ohne aufzufallen. Das nenne ich eine Idee, Mom. Ja, und dann werdet ihr noch bestraft. Und schon hast du mich verloren. Thunderman, auf und da! Da ist ja eine Tür. Halt, Mrs. Wong, bitte feuern Sie uns nicht. Ist doch schon geschehen, ein schönes Leben noch. Aber Sie haben uns schon ausgebildet. Sie
verlieren den ganzen Tag, um neue Leute auszubilden. Phoebe hat recht. Und wir sind schon hier. Und wir haben jetzt große Angst vor ihnen. Hm, große Angst finde ich gut. Okay, eine letzte Chance. Aber dann macht ihr es auf meine Weise. Zusammen. Harmonisch. Wie oft muss ich euch das noch in die Ohren schreien? Au! Ich finde, sie wird warm mit uns. Wenn du das tust, sieht noch einer, wie du deine Kräfte benutzt. Wenn wir es schaffen, harmonisch zu arbeiten, brauchen wir keine Kräfte, um super zu sein. Wow. Und ich dachte, die Pizza wäre Käse. Oh. Gib mir die Faust. Faust, Max. Klasse, schalt an. Klopf. Soße. Käse. Und belegen. Ja! Team Thunderman ertönt in perfekter Harmonie. Pizza! Pizza! Nein, das ist meine Note, nicht deine! Nein, du solltest hier Nein, unten ich gehöre sein! Ich gehöre viel eher nach hier! Bitte streite dich nicht die ganze du Zeit! Du hast damit angefangen! Nein, das stimmt nicht! Wongs Pizza Palace, keine Bestellung ist zu groß! 150 Pizzas? Die Bestellung ist viel zu groß! Einen Moment. Max, ich weiß nicht, was du vorhast, aber wir sollten warten, bis Mrs. Wong wieder da ist. Phoebe, allein durch diesen Auftrag kriegen wir das ganze Geld zusammen, das wir brauchen. Dann auf und da, Wong. Wir kriegen keine Prozente. Doch, jetzt schon. Hallo, hier ist Max, der Manager. Oh, wir kriegen 150 Pizzas hin, dann fallen nur noch unsere PKK an. Die Pizza-Künstler-Kosten. Ja, $400. $400? Das zahlen Sie? Ich meine, klasse. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Du sorgst dafür, dass sie uns feuert. Ach, komm schon, Phoebe, denk an Team Thunderman. Wir motzen den Wongsa auf und ballern die Pizzas raus. Gib mir die Faust, Phoebe. Faust her. Oh ja. Alles klar. Ich habe das Drehmoment erhöht, dadurch sollte er schneller laufen. Schalt's mal an. 150 Pizzas, na los. Okay, los geht's. Klopfen. Soße. Käse. Und belegen. Ja, wir schaffen das. Siehst du, ich wusste, es wird lustig. Wird das Ding schneller? Bleib im Pizzaflow, Phoebe, das wird schon. Ich versuch's ja. Das geht schon irgendwie. Oh Gott. Ah, es ist zu schnell, merkst du was? Es hält nicht mehr an. Sehr gut. Oh nein! Sie wird explodieren! Bin wieder da! Direkt vor Ihnen, Mrs. Wong. Ah, oh, jetzt sehe ich euch. Ihr seid gefeuert. Wieso? Ja, ich hätte da ein Gegenangebot. Raus hier! Max, pass besser auf, sonst sieht einer, wie du deine Kräfte benutzt. Ihr ist doch kein Schwein. Was schade ist, denn sie verpassen das. Du willst einen drauf machen? Fangen wir doch damit an. Ich seif dich ein. Wow, nicht schlecht. Danke.
Siehst du, Nora? Der Trend geht los. Oh nein, das ist übel. Das ist richtig, richtig übel. Seht ihr, aus diesem Grund macht man keinen drauf. Okay, bleibt einfach alle ganz cool. Ja, die Kamera hat Aufnahmen unserer Superkräfte. Aber das lässt sich doch leicht wieder hinkriegen, okay? Wir brechen in die Schule ein. Wir brechen in die Schule ein? Schau, in den Schulakten steht, die Aufzeichnungen werden im Büro des Direktors sein. Oh, das heißt, wir brechen auch ins Büro des Direktors ein. Lustig, oder? Ja! Nein, nicht lustig! Mir fehlt die Schneeball-Phoebe. Hör zu, das sind gewöhnliche Festplatten. Und die werden wir löschen mit diesem Baby. Kein Wunder, ist die Tür geöffnet. Es war irre. Ja, das war damals echt ein sehr wilder Büffel. So, ja. Country-Western-Tanzclub? Ja. In der Schule? Lass uns rausgehen, bevor uns jemand sieht. Schon geschehen. Und nun gehört ihr mir. Wir sehen uns auf der Tanzfläche. Oh, so nah dran. Sind wir noch? Wir kriegen das hin. Das Schloss können wir schmelzen und dann löschen wir die Videoaufzeichnung. Das tun wir nicht. Ohne Superkräfte hätten wir das Problem gar nicht. Wir brauchen diesen Schlüssel. Und wie wollen wir den kriegen? Wir tanzen, Max. Wir tanzen. Du bist gut, Phoebe Thunderman. Und jetzt muss ich nur noch diesen Entmagnetisierungs... Wo ist er denn? Oh, Nora! Hallo, Phoebs. Was liegt denn an? Oh, du weißt ganz genau, was anliegt. Wo ist die Spule? Du wolltest keine Hilfe. Bring das Gerät her. Braucht ihr uns? Oh, ja, ihr fehlt uns. Und jetzt ohne Unterton. Nora! Schon unterwegs. Ein Bild-Bild-Meisterwerk. Entschuldige die Verspätung. Jemand musste sich einen Kakao kaufen. Habt ihr das Gerät dabei? Ich wusste, da war noch was. Der ist einfach lecker. Ja. Und deine Füße haben es überlebt. Ich glaube nicht, dass ich die noch Füße nennen sollte. Du armes Ding. Ich hol den Verbandskasten aus dem Erste-Hilfe-Schrank. Oh, wo ist mein Schlüssel? Ihr Schlüssel? Oh, möglicherweise ist der in Ihrem Wagen. Mit einem Ziegelstein kann ich den für Sie holen. Nein, ich habe ihn runtergeworfen. Jemand muss ihn genommen haben. Ich muss aufpassen, dass niemand ins Büro des Rektors einbricht. Au, Miss Williams. Au, 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 au. Du machst das toll, Nora. Aber beeil dich. Hetz mich nicht. Ich genieße unseren Coup. Leute, wer ist das? Oh nein, das war's dann. Jetzt sieht sie auf den Bändern unsere Superheldenkräfte. Ich wusste, das klappt nicht. Es hat geklappt. Das war doch wohl klar. Verschwinden wir, na los. Wir müssen nur noch raus. Oh. Und die Stifte aufheben. Als hätte ich gewusst, dass hier was los ist. Oh, Miss Williams, ich kann Ihnen das alles erklären. Ist es so schwer, einen Stift aufzuheben? Was möchtest du mir erklären, Max?